Ja, Assalamu alaikum und hallo. Ich habe gedacht, ich mache mal ein Video. Und zwar, ich war gestern in einer Moschee gewesen und da habe ich eine Schwester getroffen. Nennen wir sie mal Fatima. Und lassen wir sie mal aus. Woher soll sie kommen? Ja, lassen wir sie aus Jemen kommen. Was sie mir gestern erzählt hat, ich habe echt gedacht, mir fehlen die Worte. Ich war traurig, sowas zu hören. Ich habe auch schon mal darüber ein Video gemacht und es geht einfach um Kopftuch, wenn man als Muslimer Kopftuch trägt. So, ich fange mal mit der Geschichte an. Sie wohnt in einem Ortsteil von Berlin, der heißt Lichtenfeld, Schönhausen, Schönhausen-Lichtenfeld. Dort gibt es einen Anteil, also rassistischer, ja, das sind viele Rassisten. Und was sie mir erzählt hat, ich bin richtig traurig gewesen, das im Ramadan, ja. Sie hat einen Sohn, der ist ungefähr, ja, der ist 5 Jahre alt. Er hat eine, dass er 5 Jahre ist, ist ein kleiner, lieber, süßer. In Lichtenfeld. Und sie wohnt eben dort, hat ein Zimmer und ist alleine. Klar muss sie, sie arbeitet und, ja, und ist egal, wo sie arbeitet, aber sie arbeitet und geht immer vielleicht, also geht auch in die Moschee, jedenfalls nach Neukölln muss sie dann fahren, aber auch so. Und was sie mir dann erzählt hat, das geht gar nicht. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. So, ich habe es ja auch schon mal gesagt, habe schon mal ein Video darüber gemacht, dass es sowas hier in Berlin und vor häufiger jetzt gibt und das ist da auch passiert mit ihr. Sie muss öfters mit der S-Bahn fahren, wenn sie eben nach Neukölln fährt. Und dann eben auch, glaube ich, ich weiß aber, ich bin mir nicht ganz sicher, mit der Tram. Und da sind eben so auch Typen, ne, Rassisten, die jetzt Richtung Schönhausen fahren. Ja, und sie wird öfters angerempelt, wird angemacht. Wie gesagt, sie ist alleine. Sie hat keinen, der mit ihr zusammenfahren kann. Ich habe zu ihr gesagt, mich macht das echt traurig. Ich merke das, mir macht das richtig traurig. Ich würde ihr sehr gerne helfen, dass sie aus diesem Stadtteil von Berlin raus wieder wegkommt. Also, dass sie woanders eine Wohnung findet, zum Beispiel hier in Neukölln. Denn in Neukölln hier wohnen sehr viele Araber und es ist besser für sie und auch für ihren Sohn, weil dort hat sie es nicht gut und sie ist eigentlich, wird immer bedroht, kann man sagen, wird immer bedroht und das ist nicht gut und jetzt auch zum Ramadan und sie hat auch keinen, der ihr hilft. Ich habe jetzt auch jemanden, ich will hoffen, inshallah, dass das klappt, weil ich würde ihr gerne helfen, aber ich wohne ja nicht mehr in Berlin, aber ich würde gerne helfen und eine Wohnung zu finden hier in Neukölln. Weil das ist, wie gesagt, besser für sie und für ihren Sohn. Weil das geht einfach nicht. Ich habe auch zu ihr gesagt, sie wusste ja nicht, wie sie sich helfen kann oder zu helfen weiß. Ich habe gesagt, wenn das nochmal passiert, geh zur Polizei, mach eine Anzeige. Das hat sie bis jetzt nicht gemacht. Man kann eine Anzeige machen gegen Unbekannt. Denn wenn man das nicht macht, dann wissen die, die können es immer wieder machen. Und das Allerschlimmste ist, das war früher ja nicht so, aber es wird jetzt immer schlimmer. Es wird immer schlimmer hier in Berlin. Und deswegen, ich bin froh, dass ich hier nicht mehr wohne, denn da, wo ich herkomme, also wo ich wohne, gibt es sowas nicht. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass man vielleicht ein einziges Mal, aber ich gebe mein Kontra zurück, aber das kann man nicht mit einem Kind machen, das ist das Problem. Man kann
Man kann dem Kind nicht ein Kontra zurückgeben, dann kann es ja eskalieren und das ist das Problem. Am allerbesten ist wirklich, dass sie zur Polizei geht oder den das passiert, sollte einfach eine Anzeige machen. Das ist so eine Story, die lässt mich einfach nicht los. Die lässt mich nicht los, weil es ist nicht einfach, wenn man selber als Muslimin ein Kopftuch trägt und sowas hört. Es ist nicht einfach. Vielleicht sehen ja viele dieses Video und kommen vielleicht sogar aus Berlin. Vielleicht kann man eher helfen. Ne? Und ich habe jemanden kontaktiert. Ich kenne diejenige, die ich kontaktiert habe, sehr gut. Inshallah kann sie ihr helfen, weil so geht das nicht. Sie muss da unbedingt weg. Sie muss da wirklich weg. Sie muss woanders eine Wohnung finden, weil es ist nicht... Also ich würde mich da nicht wohlfühlen und sie fühlt sich auch nicht wohl. Dort hat sie mir auch selber gesagt, ist klar, ne, wenn man dann schon mit blauer Flecke da aus der Bahn oder nach Hause kommt, und weil man einfach Muslimin ist und eben anders aussieht und eben auch Kopftuch trägt, das geht so nicht. Und dass bis jetzt da keiner was gegen macht, das ist sowieso ein Unding. Also ich hoffe, dass dieses Video viele sehen und auch viele hören, was ich in diesem Video jedem mitteilen möchte. Denn wir sind auch nur Menschen, auch wenn wir Kopftuch tragen. Es hat nichts mit unserem Kopftuch zu tun. Diese Leute, die hier leben, die jetzt hierher gekommen sind, die haben sehr viel erlebt in ihrer Heimat, sind vielleicht verfolgt worden. Keine Ahnung, es gibt so viel Leid und dann kommen sie hierher und dann erfahren sie das Gleiche und werden hier nicht gewollt. Ich finde, das ist ein Unding und das muss aufhören, das muss einfach aufhören. Das wollte ich einfach mit diesem Video gesagt haben. Mir tut die Schwester im Islam sehr leid und ich hoffe, dass man ihr helfen kann, dass sie da... Und ich hoffe, heute gehe ich auch wieder in die Moschee. Inshallah werde ich sie wiedersehen oder die nächsten Tage, bis ich wieder fahren muss. Ich hoffe das einfach. Und dass man ihr hilft. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Bye bye.